Ein Kreis, ein Dreieck oder ein Quadrat? Das ist hier die Frage. Vielleicht ändert sich ja der Geschmack, je nachdem, welche Form die Lebensmittel annehmen. Das überprüfen wir in unserer heutigen Challenge. Ein ganz normaler Tag. Alle sind irgendwie beschäftigt. Kate, Jess und Andy haben bereits alle wichtigen Aufgaben erledigt und nun wird es Zeit für einen Imbiss. Denn dieses Magenknurren sollte nicht ignoriert werden. Aber Andy will die Sache heute mal etwas kreativer angehen. Und schlägt allen vor, eine Challenge zu starten. Kreis, Dreieck und Quadrat. Wow, Wassermelonen zum Mittagessen. Sowas hätte ich auch gerne. Aber Andy kriegt ein quadratisches Stück. Jess ein dreieckiges. Und Kate darf sich das Runde nehmen. Eine Wassermelone kann man ja schließlich in jede denkbare Form bringen, solange man Zeit und die nötigen Instrumente hat. Ist ja cool. So fühlt man sich gleich als Bildhauer. Kate hat es da am einfachsten. Sie muss nur einen Schnitt machen und schon ist ihr Kreis fertig. Aber sie nimmt sich einen Löffel und feilt noch weiter an dem Stück. Andy und Jess legen sich ganz schön ins Zeug. Da fliegen ja die Fetzen. Ich glaube, die zwei haben vergessen, dass sie die Stücke am Ende noch essen müssen. Da kann man ganz schön schnell müde werden, nicht wahr, Leute? Und in der nächsten Runde spielen wir wieder einmal Bildhauer. Aber Moment mal, was ist das überhaupt? Habt ihr Ideen? Andy weiß aber, was zu tun ist. Sieht zwar recht eklig aus, aber so sind nun mal die Regeln. Kate müsste auch mitmachen, aber so richtig Lust scheint sie nicht zu haben. Und Jess ist da mit ihren Freunden solidarisch. Kate, wir wissen ja schon, dass der Senf nicht gerade deine Lieblingssoße ist. Andy scheint ganz zufrieden zu sein. Aber das möchte Kate ihm natürlich nicht gönnen. Spaßverderber. Das Quadrat war so gut wie perfekt. Andy war fast fertig mit seinen Korrekturarbeiten. Da musste sich Jess mit einmischen. Und wer hat am Ende die schönste Figur? Mal sehen. Sicher nicht Andy. Das ist doch kein Quadrat. Aber mach dir nichts draus. Vielleicht klappt's ja beim nächsten Mal. Heiße und wunderbar riechende Pizza. Da kann doch keiner widerstehen. Also muss Andy durchgreifen. Die Salami-Stücke sind ja schließlich quadratisch. Nimm dir die Pizza, aber die Salami gehört mir. Kate ist da etwas anderer Meinung. Leute, schaut mal, die Salami gehören wieder zurück. Und dieses dreieckige Stück auch. Denn die Pizza an sich ist ja rund. Und alles Runde gehört heute Kate. Scheint legitim zu sein. Zu blöd nur, dass sich niemand sonst an dem Tisch an die Regeln halten möchte. Wird sie denn gar nicht teilen? Menno, so egoistisch. Ein Schokokuchen? Na endlich. Andy versuchte es mit derselben Taktik wie Kate in der letzten Runde. Nur schade, dass Quadrat und Rechteck zwei verschiedene Figuren sind. Deshalb kannst du es vergessen, Andy. Selbst dein Argument, dass Vierecken schließlich nichts anderes als Vierecken sind, klingt nicht besonders überzeugend. Stopp, Kate hat die Nase voll von der Diskussion. Wozu haben wir denn ein Messer? Damit kann sich jeder die nötige Figur ausschneiden.
Kreis, Dreieck oder Quadrat. Dieser Kuchen ist in jeder Form herrlich. Die Frage ist nur, welche Form du selbst annehmen wirst, wenn du zu viel davon gegessen hast. Die Limo kommt jetzt genau rechtzeitig. Der Kuchen war super, aber jetzt haben alle Durst. Kate scheint gut vorbereitet zu sein, denn ihr Glas hat die nötige Form. Andy, trinkst du aus der Schüssel? Wie auch immer, schließlich passt da genug rein. Jess, was treibst du denn da? Scheint, als hättest du nichts abbekommen, nicht wahr? Ah, ich sehe schon. Dieses dreieckige Bügeleisen ist auch eine nette Form für die Limo. Tja, sowas haben unsere Freunde sicher nicht erwartet. Auf Pommes hat natürlich jeder sofort Lust. Zu blöd nur, dass man sich an bestimmte Challenge-Regeln halten muss. Da muss man sich was überlegen. Aber unsere Freunde scheinen bereits eine Idee zu haben. Was macht Jess? Das ist ganz einfach. Ich sehe schon, in diesem Fall ist das Dreieck wohl die einfachste Form, die man sich denken kann. Die Idee hat auch den anderen gefallen, aber werden sie es auch schaffen? Scheint, als hätten sie zumindest ihren Spaß dabei. Jetzt, wo alles nach Regeln läuft, kann man es sich auch schmecken lassen. Eiscreme! Hier ist das Problem offensichtlicher. Wie willst du das geometrisch formen? Oder ist Kate schon wieder die Glücklichste und darf es sich einfach gut gehen lassen mit ihrem runden Stück? Aber Jess hat eine Idee. Eureka! Man kann doch auch dreieckige Waffeln benutzen. Dann läuft alles nach Regeln. Andy, uns hast du aber verblüfft. Schokolade. Was passt denn besser zu Eis als Schokolade? Da will Kate natürlich ein Stück von, denn sie ist schon fertig mit ihrem Eis. Aber das kannst du vergessen, Kleines. Oh, Käse. Aber den mögen ja nicht alle. Andy freut sich. Mit seiner Variante ist wenigstens alles klar. Die Mädels müssen die Sache wohl exotischer angehen. Jess, ist das Schimmelkäse? Wie das riecht. Und Kates Käse ist geschmolzen und unglaublich heiß. Das will man nicht einmal anfassen. Andy hat sich überlegt, dass man ihr Käse mit Käse essen kann. Schmeckt gut. Mm. Die Idee hat Kate gefallen. Käse plus Käse plus Käse. Das muss sicher schmecken, nicht wahr? Und ja, es schmeckt. Wunderbar. Pasta. Aber nicht so einfach, denn jede Portion kriegt ihre eigene Soße. Wer kriegt was? Die Spannung steigt. Aber okay, Augen zu und durch. Jess ist Erste und demonstriert allen ihren Mut. Was es auch ist, wir werden es erfahren. Oh, das schmeckt ja seltsam. Und passt irgendwie nicht wirklich zu Nudeln. Aber an sich schmeckt es wunderbar.
Andy hat auch seinen Mut zusammengenommen. Kate will auch mitmachen. Und schon fließen die Soßen. Zeit, es zu probieren. Kate scheint es eindeutig zu gefallen. Andy hat da weniger Glück gehabt. Er muss dringend was unternehmen, um diesen Geschmack loszuwerden. Kate, gib mal deine Soße. Wer hätte gedacht, dass das zu einem Krieg ausufern würde? Arme Jess. Leute, seid nächstes Mal bitte vorsichtiger. Oh, ihr habt ja schon alles aufgegessen. Zu schade, dass die Challenge bereits um ist. Irgendwie sogar traurig. Aber es hat Spaß gemacht. So ein Mittagessen haben wir noch nie gehabt. Zeit, den Müll wegzuräumen und sich auf eine neue Challenge vorzubereiten. Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Teil das Video mit Freunden und dann lacht ihr auch zusammen. Wir sehen uns noch. Tschüssi, tschüss.